Jeder Mensch war mindestens einmal im Leben in einer schwierigen Situation gewesen. Und wenn ihr sicher seid, dass ihr meistens diejenigen seid, die wirklich Pech habt, dann schaut euch unser Video an und ihr werdet feststellen, dass ihr euch irrt. Ich frag mich, wie Mädchen auf diesen Absätzen laufen. Nun, könnte schlimmer sein. Es steht mir sogar. Es scheint, dass wir hier ein Victoria's Secret Model treffen. Oh nein, ich bin nur... Das ist traurig. Bye bye. Oh nein. Oh, verdammt. Oh, komm zurück. Du hast deinen Rock vergessen. Was für ein wunderschöner Tag. Oh nein, warum ich? Was ist das für ein ekliger Geruch? Was ist das? Sind das deine Spuren? Ups. Wirklich peinlich. Oh, ich glaube, der Apfel war etwas zu viel. Tun wir so, als wäre nichts. Wann hatte Mama die Gelegenheit, das zu tun? Oh nein, der Akku ist alle! Mir ist langweilig. Vielleicht sollten wir Verstecken spielen? 1, 2, 3. Ich glaube, ich habe den perfekten Ort. Es ist kühl hier. Ein interessanter Eimer. Oh, ein Mob. I believe I can fly. Vor Gebrauch schütteln. So, das war's. Es ist Zeit, rauszugehen. Die Tür ist geschlossen. Hilfe! Zeit zu essen. Was für ein Geschmack. Ja, ich bin der Echte. Oh nein. Was habe ich getan? Das war das letzte Ei. Iss mich. Nun, da kann man nichts machen. Was ist hier los? Er ist stärker als ich. Ja. Ich bin bereit für meinen Urlaub. Mein Lieblingsbikini. Wie viele neue Fotos ich damit mache? Was? Bitte nicht diese Nachricht. No! Wirklich super enttäuschendes Ereignis. Hey, mein Freund. Was für einen süßen Hund du hast. Ja, wir sind süß, nicht wahr, du Kleiner?
Du hast noch nicht mal um Erlaubnis gefragt. Ha, das hast du davon. Wie viel willst du schneiden? Nur ein bisschen, nur die Spitzen. Kein Problem. Oh, wie viel hast du geschnitten? Abonnier einfach Okitoki und alles wird wieder gut. Gut, ich drehe jetzt das Wasser ab. Es ist Zeit zu duschen. Ah! Oh, Entschuldigung. Ups, mein Fehler. Ich hau ab. Was für ein schöner Abend. Und du bist so hinreißend wie immer. Oh, wie konnte ich? Ist das nicht ein leckeres Getränk? Was für eine traurige Situation. Oh, er schläft noch. Genau der richtige Zeitpunkt, um meinen Lieblingstrick anzuwenden. Perfekt. Guten Morgen. Oh, was für ein Geruch. Ich krieg keine Luft. Oh nein, ich habe vergessen, mir die Zähne zu putzen. Mein Fehler. Ich muss ein besseres Outfit wählen. Nein, das nicht. Nicht schon wieder. Perfekt, genau das, was ich brauche. Ach herrje. Kann ich helfen? Nein, danke. Wie peinlich. Toll, meine Wäsche ist fertig. Warte, wo sind all meine Socken? Ich rieche Waschpulver. Was machst du da? Ich will meine Socken zurück. Was? Gib sie mir. Okay. Ich sagte sofort. Er hat mir ein paar Socken verübelt. Ein Geizhals. Gut, ich bin in 5 Minuten da. Mein Lippenstift. Ich bin hinreißend. Hi, Schatz. Dieselbe Geschichte. So, das ist unsere letzte Chance, uns vor Schulbeginn zu treffen. Er antwortet und antwortet. Da ist es. Nein, er schreibt immer noch die Antwort.
Oh ja, er ist einverstanden. Hurra! Nun, das hat lang gedauert. Wow, ist das heiß. Date? Gerade noch rechtzeitig. Hallo? Ah, das brennt, das brennt. Und ich sagte ihm, wenn du leid bist, zu Hause das Herrchen zu sein, dann besorg dir eine Katze. Es tut mir leid, ich schäme mich, aber es war eine lustige Geschichte. Gefällt euch das Video? Glaubt ihr, dass jeder in eine peinliche Situation geraten kann? Dann abonniert dieses Video und unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!